Moin Leute, willkommen zu einer Stunde mit Hello World. Hallo Welt, na? Jetzt sind wir dabei. Wir sind jetzt Gott. Wir waren lange nicht mehr Gott und heute schon. Ihr habt es vermisst, Gott zu sein. Und das ist manchmal im Leben so, dass man das braucht, damit man mal merkt, wie viel muss so ein Gott eigentlich arbeiten? Wie viel Verantwortung hat dieser Typ oder diese Frau, wie auch immer, diese Entität? Ja, wie viel muss man da eigentlich leisten so als Gott? Und wie blöd ist das, wenn alle Leute dich einfach kacke finden, ohne dass du da überhaupt was für kannst? Das ist so die große Frage. Aber über Gott steht nur eine einzige Entität auf dem ganzen Universum. Das ist der Tutorial-Bär. Der ist ein bisschen mächtiger noch was als Gott. Da können auch alle anderen Göttlichkeiten dann einfach auch mal nach Hause gehen. Der Tutorial-Bär, der ist krasser. Nimm dir einen Moment und hör mir zu. Drücke irgendwo hin, um weiterzumachen. Jo. Super World Box ist ein Spiel des Schaffens und Zerstörens. Kann ich. Steuerung ist einfach. WASD, Pfeiltasten, Maus, Kamera zu bewegen, QE, Blickfeld zu verkleinern und vergrößern, Escape oder Spielfeld zu verlassen. Ja, dann lass mich das doch mal gucken. Alle deine Kräfte sind in der unteren Leiste. Hier ein paar wichtige Knöpfe. Ja, die untere Leiste ist mir die wichtigste. Speichern. Benutzer definieren. Gesetze der Welt. Erstelle eigene Regeln für deine Welt. Zeichnen. Werkzeug, um deine eigene Welt zu bauen. Kannst die Pinselgröße für ein paar Mächte verändern. Der Knopf dafür wird links sein. Ja, okay. Ich weiß nicht, also die deutsche Synchro auch geil. Aber naja, der Knopf dafür wird links sein. Das ist genau die Art und Weise, wie man mit einem Gott darüber reden sollte. Damit kannst du Dörfer erstellen und mit Königreichen herumspielen. Das klingt gut. Kreaturen und Monster. Wenn du da Drachen suchst, bist du hier richtig. Natur und Katastrophen. Ja, die gehen ja Hand in Hand. Hier findest du ein paar Werkzeuge, um deinen Kreaturen zu helfen. Ja, in der Katastrophe ist jedem geholfen. Vor allen Dingen der CDU. Hier kannst du Bomben und Atombomben finden. Ja. Ändere verschiedene Mächte und Menüs. Okay. Es gibt so viele verschiedene Dinge. Probiere es selbst aus und experimentiere mit ihnen. Viel Spaß, der Entwickler. Okay, alles klar. Ich bin jetzt immer noch nicht schlauer als vorher, aber ich kann ja mal diesen Dinosaurier-Fritzen hier nehmen. Das ist meine Welt. Und das ist hier die Blüte des Todes. Offensichtlich ist hier alles voll und brennt. Das muss nicht sein, deswegen gehen wir da nicht hin. Wir gehen jetzt einfach... Was ist das, auch ein Vulkan? Ich glaube, das ganze Dings ist ein Vulkan. Ist das eine Süßwasserquelle hier? Das da. Ich habe da drauf geklickt und jetzt... Armst! Armst, ein guter Name. Aber wir nehmen mal Johann. Tötungen 0. Ja, wollen wir mal ein bisschen die Tötungen erweitern hier bei diesem Hühnchen. Damit das ein bisschen krasser wird. Tiere, Kreaturen und Monster. Ich hätte gerne eine Zivilisation hier. Kriegslinien. Nee, ich würde gerne eine Zivilisation erschaffen. Geht das? Warte mal, haben wir überhaupt schon sowas? Pause, weiter. Weiter geht's. Aha. Irgendjemand. Der da? Das ist ein Superschwein. Der ist natürlich ein bisschen gefährlich. Kann man den gegen so einen Rhinoceros hier antreten lassen? Ja! Das ist interessant. Ja, die kloppen sich jetzt. Ich habe jetzt hier einen Autoklicker an. Und dann gucken wir mal, was die Rhinoceros hier so mit der Fauna machen. Und mit der Flora. Ja. Was passiert, wenn jetzt ein Pinguin hier reinkommt? Kloppen die Rhinozeronten dann den Pinguin? Nee. Die scheinen ja friedlich koexistieren zu können. Das ist gut. Aber das Schwein von gerade eben? Nein. Ja. Na gut, hier ist Rhinozeros-Land. Da würde ich als Mensch nicht unbedingt hingehen. Deswegen lasse ich die jetzt mal hier starren. Ja, hier gibt es jetzt erstmal eine richtige Bande an Menschen. Und die machen jetzt... Die machen jetzt automatisch eine Zivilisation fertig. Das ist ja geil. Hot dran heißt das. Kann ich das noch umbenennen? Ich bin euer Gott. Ich sag euch, wie ihr heißen sollt. Wie fort dran. Bin ich gut. Orks, Zwerge, hast du auch noch Elfen, Menschen. Warte mal, wenn ich das mache. Aha. Guck an. Die werden so ein richtiges Virus jetzt. Jetzt bauen die da... Ach Mensch. Und da oben ist eine andere Stadt. Aber die wird schon von Rhinozeronten niedergejagt. Ja, ich weiß. Ihr habt euch nicht so den besten Ort ausgesucht. Aber eure Legende wird leben.
Kinder, ihr müsst hier schon Waffen bauen, sonst wird das hier gegen die Rhinozeronten nichts. Obwohl, warte mal, kann ich nicht die einfach mit so einer Napalmbombe wegjeten? Hier einfach so rein? Alter! Ja, gut. Na gut. Okay. Wer wollte ballern? Oh, hat er gekriegt. Na. Breitet sich das Feuer jetzt auf alles andere aus? Nein. Aber wir haben die Rhinoceros-Population ein wenig eingedämmt. Das ist nicht schlecht. Und jetzt ist hier ein karger Landstrich entstanden. Da werden wahrscheinlich diese Jungs und Mädels hier aus unserer Zivilisation nicht wirklich glücklich drüber werden. Ich werde jetzt erstmal so ein Elfendorf hier erschaffen. Im Gehirn von diesem Ding da. Guck mal, da ist auch so ein Gehirn. Und dieses Elfendorf ist riesig. Mit 66 Leuten. Das große neue Königreich Eona wurde gegründet und... So. Was heißt denn Sanduhr? Ändere den Zeitfluss? Ja, wenn ich das schneller mache... Das wird wohl jetzt nicht so schlimm sein, oder? Xfona. Ach so, die haben dann natürlich auch noch Bedürfnisse und fühlen sich dann jetzt von mir auch nicht so richtig glücklich. Hunger haben sie. Leibspeise ist Tee. Ja, geil. Dann muss ich denen jetzt hier mal so ein paar Teepflanzen hinpacken, oder wie? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Was ist das denn? Cyberkern? Oi, da. Ich glaube, der macht die richtig rund. Wenn der Cyberkern hier ist, dann habt ihr ein Problem. Grashüpfer. Ich weiß, das entwickelt sich langsam zu einer Plage. Ein Wurm kriecht unter der Erde und versaut die Landschaft. Ah. Erschaffe und forme deine Welt. Ja, Sand, Waldboden. Okay. Das heißt, wir können ja hier mal so ein bisschen Waldboden... Ich finde, das sieht nicht aus wie Waldboden. Es ist eigentlich das komplette Gegenteil. Naja. Goldenes Gehirn. Das zieht Gegner an, die Gehirne essen. Das heißt, wenn mal die Zombies kommen. Nee, ich will nicht nochmal den Tutorial Bär. Wir sind mittlerweile Freunde geworden. Kriegslinien, Tiere, Kreaturen und Monster. Ja, was ist denn mit so ein paar süßen Schildkröten hier im Wasser? Ach, guck, der Förster macht das jetzt alles wieder fancy hier. Ja, die Elfen scheinen ein bisschen besser organisiert zu sein als die Menschen hier links. Ja, da sind schon wieder 800. Oh, da, jawohl! Sie können sich nicht gegen diese übermächtigen Rhinozeronten zur Wehr setzen. Es sei denn, wir lösen das Problem mit Überbevölkerung. Das ist okay. Megapolis. Habe eine Stadt mit 200 Menschen. Ja. Ich würde jetzt mal ganz vorsichtig sagen, das war jetzt nicht so richtig mein Verdienst. Beziehungsweise ich habe einfach nur auf Autoklicker angemacht und da so 10 Sekunden draufgehalten und dann waren auf einmal ganz viele Leute da. Ich merke, wie schwierig das ist, Gott zu sein. Weil Gott hat ja letztendlich auch nur so eine gewisse Blaupause und ein paar Sachen, die er machen kann. Er kann nichts dagegen tun, dass hier die Menschen die ganze Zeit irgendwo hingehen, wo die nicht hin sollen und dann von den ganzen Rhinozerossen erledigt werden. Da kann Gott auch nichts gegen machen. Was mit den Krabbis? Sind die böse? Ein kleines Tier, das es liebt zu feiern. Ja. Hier so ein paar Chicken. Rabbits. Das sieht gut aus. Was mit den Elfen? Geht's denen gut? Die können hier durch den Stein so laufen. Das ist ja der Wahnsinn. Das finde ich gut. Natur. Grassamen. Ich brauche Tee. Verzauberte Saat. Ach, das ist doch geil. Dann hau ich jetzt hier euch mal so einen richtig schönen Gemüsekiosk hin. Badam. Badam. Zucker. Arkane Wüstensand. Ich hätte gerne Tee. Wo ist denn Tee? Säuregeysir. Ja, der wird es da wohl richten. Lavaregen? Warum nicht? Ich mache jetzt hier mal so eine Regenwolke hin. Ihr sollt mir huldigen. Ich habe irgendwann mal
in einer Rallye-Klausur, glaube ich, in der 10. Klasse oder 11. Klasse. Nee, war schon Q1, glaube ich, also 12. Klasse. Ich habe da mal irgendwann geschrieben, dass die Christen ihrem Gott huldigen. Oder was fand mein Rallye-Lehrer nicht so gut? Der hat gesagt, ja, ja, ja. Furchterregend, feurige Saat, es brennt. Zuckerbiom, ich will Tee. Hör mal, dann hauen wir da. Ach, so funktioniert der Bums. Zitronenbiom. Kann ich das einfach auch hier so drüber machen? Hier so übers Wasser? Nee. Aber hier haben sie so ein paar Zitronen. Scheinbar. Ich habe das Gefühl. Vielleicht irre ich mich. Aber ich glaube langfristig. Was ist das denn für eine Zivilisation hier? Was seid ihr denn für ein Völkchen? Da steht gar nicht bei, was für eine Spezies das ist. Ihr habt alle zu viel Hunger. Ja, dann müsst ihr mal Ackerbau und Viehzucht betreiben. Guck mal, die Menschen schaffen das ja auch. Beziehungsweise, die haben auch alle gnadenlosen Hunger. Leibspeise, Fisch, ja, dann hol dir doch einen Fisch. Oh Mann. Ich glaube, so eine Gottheit hat echt gar keinen Bock darauf, dass die Leute dann immer sagen, oh großer Gott, du bist der Beste. Du hilfst uns und du machst das alles für uns. Und oh Gott, ich bitte um Regen, ich bitte um dies, ich bitte um welches. Dann denkt er auch immer, Alter, scheiße, Mann. Ich hab dir doch schon einen schönen Spielplatz hier hingebaut. Was wolltest du denn noch haben? Nutz den doch! Du sollst mal deinen Verstand benutzen, du Vollidiot! Was ist hier los? Verpisst euch, ihr Lappen! So. Okay, Fische wollt ihr. Ist eine Kröte ist auch im weitesten Sinne ein Fisch. Die geht auch unter Wasser. Ist das hier ein Fisch? Käfer, Grashüpfer, Fliege. Jungs, ich weiß nicht, wie ich euch einen Fisch bauen soll. Ich weiß es nicht. Aber ich kann es ein bisschen wärmer machen. So, dann kommt ihr bestimmt auf die Idee, das ist voll klug, mal ins Wasser zu gehen, um sich abzukühlen. Und dann merken die, dass man da Fische fangen kann. Das ist also 300 IQ-Move. Pott dran. Ich finde den Namen nicht in Ordnung. Aber langsam haben sie sich da durch die Rhinozeronten da gekloppt. Und diese Einsturzstelle, die wir am Anfang hier hatten, die ist auch mittlerweile wieder geklärt. Man merkt aber, dass die Elfen schon ein sehr großes Bedürfnis haben, sich auszubreiten. Aber ich finde, ich weiß immer noch nicht, was das hier für ein Dörfchen ist. Ich weiß es nicht. Also ich guck mal, was haben wir denn noch? Wasserbombe, Zündschnur, Feuerwerk. Ja, dann mach doch Feuerwerk. Ach, ich muss das nur anzünden. Nein! Oh, Mutti, das war ein bisschen zu stark eingestellt. Scheiße. What? Nein! Ich wollte doch nur, da stand doch nur so ein bisschen. Da stand gedrückt heizen, um die Pixel halten, um die Pixel aufzuheizen. Zum Schmelzen länger halten. Ich habe das gedrückt gehalten. Aber ich dachte, die Pixel, also ein Pixel erst einmal. Nicht, dass da direkt Genozid ist. Das hatte ich nicht gedacht. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal wieder ein bisschen Wasser drüber schieben. Ist das Wasser überhaupt? Regen. Ja, komm. Machen wir mal hier wieder Wasser drüber. Stellt euch alle nicht so an. Ihr seid ja noch zu simpel. Da könnt ihr eine schöne neue Zivilisation aufbauen. Ihr seid ja keine Dodos. So. Gefällt mir. Auch so ein Drachenfritze. Sollen wir mal irgendeine ganz merkwürdige Zivilisation hier oben hinpacken? Hier so? In so ein Flügel? Was haben wir denn noch? Was können wir denn noch hier erschaffen? Die Orks, komm. Jetzt geht's los. Und die sind alle guck mal, wie zielstrebig die sind. Die kloppen direkt das erste Lebewesen von diesem Land da weg. Und bauen jetzt hoffentlich ein paar Häuser. Necknon. Ja, so Orks sind ja astreine Seefahrer, hoffe ich mal. Ihr kriegt jetzt auch die Power of Chicken. Und natürlich müsst ihr da erstmal Kasala geben. Ja, mit den Kühen auch. Bang, bang, bang. Ochse nicht mögen Kühe. Was ist hier los? Verpisst euch, ihr Lappen! Ochse nicht mögen Kühe. Und jetzt haben sie es geschafft. Bin begeistert. Ja. Ich muss sagen, trotz der gegebenen Umstände machen die Elfen das hier noch ein bisschen besser als die Menschen. Die Menschen machen das hier eher so wie so eine
So eine Baggerlutentruppe, die jetzt wahrscheinlich schon alle Hühner gefressen hat. Das heißt, wir legen euch mal ein paar Kühe dahin. Und dann gucken wir mal, ob die es checken, dass sie auch Milch geben. Oder ob die da direkt gleich mit der Keule drauf kloppen, bis die Hühner nicht mehr, die Kühe nicht mehr da sind. So, Schafe auch noch, bitteschön. Und ein Affe. Ein Affe. Für 50 Euro kann man dann dahin. Zwerge steht, zähe Kreaturen und mutige Krieger, sie lieben Bier. Kann man dann theoretisch die ganzen Leute hier auch dazu zwingen, mal ein bisschen Bier herzustellen? Das wär's. Was machen die denn da noch kaputt? Ach, die gehen immer noch auf Nilzeros. Rhinozerosjagd. Ich dachte, das wäre irgendwann mal uncool. Eiswanderer, Banditen. Gefährliche Jungs, die gerne mit TNT und Feuer spielen. Gib acht. Dann machen wir doch mal einen Bandit hier rein. Mal gucken, was der macht. Ja, der kloppt sich direkt mit diesen Klerikern hier. Oh nein! Das war nur ein Bandit und auf einmal gehen die Elfen gegen diese, was auch immer, das ist, gegeneinander. Das geht doch nicht. Oh Mann, da muss Gott wieder helfen. Schön, ne? Macht. Ah. Das ist cool. Kann ich dann die Orks auch theoretisch ins Wasser kloppen? Was ist das? Ist das ein Fuchs, der... Oh, der Fuchs kommt rein. Ah, die Orks können schwimmen. Was ist, wenn die hier so ein bisschen weiter weg sind? Er hier zum Beispiel? Hat er dann irgendwann keine Energie mehr? Ne, so Orks sind zäh. Die machen immer weiter. Ach, er holt sich jetzt eine neue Zivilisation. Wahrscheinlich kloppt er jetzt erstmal alle Hühner hier um. Ja. Das ist das Erste, was er macht. Um mal ein bisschen so vorstellig zu werden. Hühner umfletschen. Fein. Ich freue mich schon auf den Tag, wo wir hier diese Meerenge öffnen werden. Und dann können die da rüber. Das wird schlimm. Na, Ozean. Oh, cool. Das funktioniert. Ja, das funktioniert sogar. Ja, da kann man doch was reinschreiben, oder? Nee, das, was auch immer das ist, das muss mir jetzt weichen. Tut mir leid. Ihr freundlichen Kürbisse. Senf ist wichtig. Kann ich den Pinsel auch ein bisschen kleiner machen? Aber wäre mir ein Bedürfnis. Schön. Senf. Großartig. Und was ist das da? Was schleppen die da um durch die Gegend? Ach, sind das Superelfen? Ja, die wappnen sich hier gleich für den Krieg. Ich sage es euch. Ükschwa. Hotran, Selachne, Oine, Neknon. Das sind die Orte, wo man nicht so wirklich Urlaub machen möchte. Jetzt hätte ich gerne irgendwie so ein Monster hier. Kann ich nicht einfach mal so ein richtig geiles Monster hier reinstecken? Bienenstock gibt's hier. Die werden dann gefressen. Eine Fee. Ein UFO! Man kann die, über die Orks noch so ein UFO fliegen lassen. Das wird dir niemand glauben. Was ist hier? Oh oh. Ich glaube, dieser Cyberkern, der dürfte vielleicht es locker schaffen. Nein, der ist kaputt. Was hier? Ein Dragon! Oh! Ach, die haben schon Schrotmunition erfunden. Guck dir den an. Der hat schon eine Knarre. Das ist schon cool. Jetzt haben sie einen Drachen gelegt. Und müssen eigentlich, also wenn sie schlau wären, würden sie hier ins Wasser springen. Aber die sind halt nicht schlau. Das heißt, man muss da schon mal so ein bisschen intervenieren und die das dann noch machen lassen. Ich werde jetzt mal die Zeit ein bisschen schneller laufen lassen. Auch wenn da steht, dass das gefährlich ist, aber nee, nee. Was ist das für ein Gequietsche? Heißt das, dass sie sich vermehren?
Meine Welt sieht gut aus. Fantastische Welt. Ja, wir müssen jetzt aber eigentlich noch ein bisschen was machen hier. So ein paar Pilzsporen hier. Wir brauchten eigentlich jetzt noch die Zwerge. Jetzt bisher alles so eine friedliche Koexistenz. Aber dann kommen hier aus dem Knochenmark dieses Salamanders, kommen dann die Zwerge raus. Obwohl, sind wir da nicht? Haben die nicht schon Zwerge? Ist egal. Und die Zwerge wollen natürlich sich durchsetzen. Das geht nicht anders. Die Zwerge fangen direkt Krieg mit den Elfen an. Ja, das ist doch wieder nix. Die können doch einfach mal sagen, guten Morgen, ich bin der so und so, ich mach dies, ich mach das. Ich trinke gern Bier. Hier sind meine Krokodile. Nein, da muss erstmal direkt Kasala gegeben werden. Jetzt die Frage, ob die Elfen sich automatisch mit den Menschen verbünden, um die Zwerge wegzufletschen? Das ist eine gute Frage. Oder ob man da erst so ein Godzilla-Vieh reinschmeißen muss. Böser Magier, Totenbeschwörer, Pestdoktor. Wo ist ein SCP-682? Gottes Finger. Oh. Das ist schon gefährlich. Der haut ja nicht ab. Der macht jetzt noch ein bisschen weiter. Schmetterlinge. Die große Schmetterlingsplage. Oh nein. Die Zwerge sind echt viel zu sehr auf Krawall gebürstet. Warum machen die das? Ich dachte, die trinken Bier und sind den ganzen Tag glücklich. Nein! Was haltet ihr denn mal von so einer Bombe? Einfach nur Bombe. Da so hin. Oi. Was ist eine Zarbombe? Hier direkt in den Vulkan. Gucken wir mal. Alter! Und damit wurde der Krieg beendet, indem der große Baron gesagt hat, hört alle auf! Lass es! Oh, dieser Finger, der geht mir auf den Sack. Wie kriegen wir den weg? Kann ich da eine Bowlingkugel drauf fallen lassen? Oh oh. Aha. Ja, natürlich muss sie am Ende noch explodieren. Was haltet ihr mal davon? Ihr sollt die Welt ehren und euch nicht gegenseitig töten. Münze der Unendlichkeit tötet 50% aller lebenden Kreaturen, ja. Weihnachtsroboter, ist der wie aus Futurama und fletscht dann alle? Mal gucken. Dashing through the snow. Ist der Weihnachtsmann. Jetzt, komm, mach mal ein bisschen Randale hier. Ach so, die Geschenke, die runterfallen, die explodieren. Krebzilla? Krabbenbombe, Zeit für einen Rave. Okay, ja, wenn ihr das sagt, dann machen wir das doch mal. Mach an jetzt. Es geht nicht. Da. Das ist kein guter Rave. Von 10 Rave. Das hat doll weh. Ja. Wahrscheinlich läuft das bei jedem früher oder später so, dass man dann die Welt auf einmal kaputt macht. Aber es muss doch auch irgendwie so ein Ziel hier geben. Muss doch auch irgendwas machen müssen. Da oben einfach nur Senf schreiben und dann hier so einen Hitzestrahl reinmachen. Das kann doch nicht alles sein. Meteorit. Das ist schon geil, wenn man das so mit so einem Autoklicker spielt. Also wirklich. Was ist denn mit Krabzilla hier? Ihr kriegt jetzt Krabzilla an. Was ist das denn? Oh Mann! Oh geil, ich kann ihn selber. Ich kann ihn ja selber. Das ist ja der Wahnsinn. Ich kann ihn selber steuern. Oh! Ja!
Ich weiß nicht, wie man den verlässt. Ja, haben wir das auch mal gesehen. Aber es gibt noch Leute, die hier leben. Ich will das jetzt nicht eigentlich unbedingt als Leben bezeichnen, aber offensichtlich gibt's das noch. Na gut. Also bis jetzt war es schon relativ lustig, aber ich habe das Gefühl, das Spiel ist jetzt mittlerweile auserzählt. Machen wir hier nochmal Feuerwerk. Zündschnur, ab geht's. Hallo, Zündschnur? Wie mache ich denn jetzt... kann ich hier Feuer machen? Ich hätte gerne einfach nur ein Feuer. Ja, hier. Schmieb. Oh oh. Das UFO ist zurück. Nein. Ja. Das Feuerwerk war ein ganz schön lahmer Zock dafür, dass ich hier alle umhauen musste. Machen wir mal Temperatur nach oben. Was heißt das denn? Wie, um wie viel kann man das... Ich habe hier gar keine Skala, wie hoch das jetzt ist. Na egal. So. Neue Karte. Meint ihr, unser Armageddon wird hinterher auch so aussehen? Ich glaube fast ja. Unangenehm. Na gut, dann... Favoriten habe ich keine. Weltgeschichte. Was ist denn hier in meiner Welt gespeichert? Ja. Alles wurde erschaffen, alles wurde zerstört. In nur 76 Jahren. Natürliche Tode nur einer. Einer ist an Husten verreckt. Naja. Epochen. Epoche der Hoffnung. Nicht erreicht. Aktuelle Epoche. Epoche der... Ach so, ich kann das mir aussuchen. Epoche des Chaos, natürlich. Obwohl, nee, jetzt habe ich sie abgewählt. Ja, schön. Kann ich jetzt hier eine neue machen? Ja, bitte. Kabinen für einen bösen Herrscher gebaut. Schachbrett, Zeit ein Spiel zu spielen. Ameisenhügel, Ameisen der Uhrzeit. Das sieht aus wie Dota. Pfannkuchen, runde, flache Welt. Boxwelt, Welt in einer Box. Langweilige Ebenen, sie sind sehr flach. Machen wir mal Kontinent. Die aktuelle wird gelöscht, wenn du sie nicht gespeichert hast. Riesig, komm. Zufällige Formen, sie, ja, rauschen Wesentliches. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Wieso wird hier jetzt auf einmal wieder gerauscht? Ne? Ja. Ja, ja, alles geil. Komm, mach mal. Gut, jetzt haben wir hier eine riesen, obwohl so riesig ist es gar nicht, aber zumindest eine relativ große Welt. Und mit dieser relativ großen Welt würde ich jetzt gerne sinnvoll mal eine Zivilisation aufbauen. Und zwar hätte ich gerne hier oben links Menschen. Ich mache ja erstmal 200. 1000. Nee, 428. Das sind die Leute, die dürfen das jetzt bevölkern, ja. Und oben rechts hätte ich jetzt gerne so Zwerge. Und dann gucken wir mal, ob wir es schaffen, dass die Freunde werden. Aber wenn die schon so mäßig da an die Welt kommen, dann glaube ich nicht, dass da was wird. Gut, was braucht ihr denn, um glücklich zu sein? Hier ein paar Pinguine. Ja, das sind nochmal Zwerge. Ich wollte Pinguine. Kloppt ihr euch mit den Pinguinen? Nein, gut. Hühner. Karnickel. Schafe. Kerzen. Kuh. Wolf. Ja, der Wolf kriegt direkt Kette da drüben. Schildkröte hier. So, jetzt könnt ihr da eine schöne Zivilisation aufbauen. Wie macht der Fuchs? Gute Frage. Guckt euch die Menschen an. Die wollen sich schon direkt wieder ausbreiten hier. Laufen in einer Linie hier rum. Fühlen sich wieder krass. Mit ihren vier Pinguinen. Das gibt's. Büffel. Nee, ich glaube, bei den Büffeln, da sind die jetzt gar nicht so böse drauf. Jetzt haben die tierische Begleiter.
Und ja. Ich baue jetzt. Was ist das für ein Schneemann? Hat er Bock auf Stress? Ja. Alle Tiere kloppen den Schneemann nieder. Ja. Na gut. Wenn die keinen Bock auf Schneemann haben, dann nicht. Kann ich hier jetzt ein bisschen die Kälte abstellen? Hier so auf dem Streifen. Jetzt hast du da wieder Epal. Was ist das für eine... Was soll das? Wer wohnt denn jetzt hier? Hat die Kuh jetzt ein Dorf gebaut oder was? Hat die jetzt einen eigenen Stadtstaat gegründet? Ist sie jetzt Genf oder was? Kriegt sie 15% Wissenschaftspunkte? Und dann wird sich um die gekloppt? Es sei denn, wenn du einen Krieg hast? Löse jeden Boden auf. Gut. Jetzt habe ich nämlich das Gefühl... Achso, das sind nur die Büffel. Na gut. Das ist ein sehr großes Dorf. Jetzt wollen wir mal gucken, was passiert. Wenn du die da mal ein bisschen machen lässt. Ja. Ja, tolle Wurst. Die ganzen Zwerge. Ihr seid schon wieder die invasive Spezies hier. Haut die Büffel kaputt, fresst die Kühe, tötet Menschen. Was soll das denn? Und dann fragen die sich hinterher, warum so eine schlechte Publicity? Wir sind doch voll nett. Wir sind klein, haben Bärte, hören Metal. Was soll denn daran schlimm sein? Haben sie gerade ihre Schwester gegessen? Ja. Aber das ist doch nicht... Ist doch nicht strafbar, oder? Doch. Ich weiß halt nicht. Ich finde das gar nicht so schlimm. So. Da oben haben sie nämlich wieder ein Dorf gebaut. Es müsste ja eigentlich sich die zahlenmäßig am höchsten vertretene Spezies hier einfach mal durchsetzen. Es sei denn, die Zwerge haben irgendwas Körperliches, was sie besser macht als alle anderen. Aber das weiß ich nicht. Riste Pap. Jolle Pap. Kriegslinien gibt's nicht. Einflussgebiet von Kulturen, Bündnisebene. Kriege. Es gab noch keine Kriege. Pläne und Verschwörungen gibt's auch nicht. Separatismus. Lass jeden dieses Königreich verachten. Ja, dann machen wir jetzt. Mit denen da. Habe ich jetzt einfach so Hass gesät? Einfach so quasi wie so ein Samen dahingeschmissen? Dass alle euch hassen? Wähle einen König auf der Karte aus, um seine diplomatischen Beziehungen zu sehen. Blood for forgiveness. Great Akal. Das sind ja auch... Die haben dann solche Namen für die Kulturen auf einmal sich ausgedacht und dann sind sie ganz neu und dann ganz komisch. Okay, das eine Dorf hier ist scheinbar jetzt ausgerissen worden von den ganzen Zwergen hier. Ist okay. Ist okay. Aber was sie nicht bedacht haben, ist die große Bärenplage. Als auf einmal ganz viele Bären reinkamen und drei Kinder gerissen haben. Das war gefährlich. Ristepapp macht sich wirklich breit. Sollen wir da nochmal einen richtigen Schlag an Menschen reinschmeißen? Also, von der Organisationsebene hier ist das schon ganz geil. Oh, die ersten Kriege kommen. Ristepapp wappnet sich für den Konflikt gegen die Zwerge. Aber was soll das denn? Ich sage es euch, wenn hier wieder zu viel gekesselt wird, dann haue ich hier die Super-Terror-Krabbe rein und dann Vollgas. Dann knall ich euch eure ganzen Liegenschaften hier, eure Häuser, all das mache ich euch weg. Ach, hier wird gekloppt. Warte mal. Warte mal, wird das hier Kontroll... Ah, das geht auch so, das ist ja der Wahnsinn. Jetzt haben die hier nämlich einen bewaffneten Konflikt. Gegen Kühe gerade noch, aber das kann sich ja ganz schnell auf Menschen ausweiten. Es ist aber interessant, was für eine Wirtschaftsgroßmacht hier Ristepapp geworden ist. Okay, das ist Onohi. Leute, nee, ich will Ristepapp umbenennen. Diese Riesenstadt, dieses Dorf oder was auch immer das ist, das heißt doch nicht Ristepapp. Kovo. Uwe.
Uwe. Uwe gegen Ennepetal. Grüße gehen raus an Uwe. Ja. Utschpe. Oder spricht man das Ukpe aus? Ich weiß, ich kenne mich mit der Menschensprache noch nicht so gut aus. War ja jetzt erstmal so ein Fernlehrgang. Und dann kriege ich das bestimmt gewahr, wie das alles ausgesprochen wird. Ja. Ja, Leute. Dann macht mal. Ich warte ja nur drauf, dass klingelt. Was sind das eigentlich für Gesichter hier? Sind das hier die Herrscher? Seit wann ist Ennepetal so genügsam? Okay, ja gar nicht. Ich dachte, die sind immer so... Oh ja, gib mir alles, ich brauch das. Und was ich auch nicht verstehe, ist, warum pflanzen die sich nicht selber fort? Was braucht ihr denn? Wissensgewinn habt ihr nicht. Königreiche 1 reicht doch. Kulturalter, ja, Kulturlevel, Dörfer 3, das ist mir eigentlich voll egal. Erzähl mir doch mal bitte, wie das hier mit dem Essen aussieht. Und wenn ihr nichts zu essen habt, dann warum macht ihr das nicht selber? Leibspeise Tee. Ja, dann such doch mal Tee. Ich kann hier leider keine Teekuh bauen. Funktioniert nicht. Und bei Natur kann ich auch nicht sagen Tee. Hier ein bisschen Graslandbiom kann ich größer machen. Verzauberte Saat hier so rein. Ja, und dann kommen da irgendwelche leckeren Honigkuchen raus. Pflanzendünger. Oh, dann nehme ich mal hier schön mit der flachen Hand. Ja. Guck mal an. Auf einmal habt ihr alles, was ihr braucht. Ja, die... Mitten im Winter kann ja eigentlich gar nichts wachsen. Das ist ja per se zum Scheitern verurteilt. Das funktioniert ja nicht. Gold. Fruchtstrauch. Stein. Ist Tee hier Früchte? Oder worunter führen die das? Magische Wolke, willst du unter hier tanzen? Nee. Ich mach jetzt mal einen Fruchtstrauch hier hin. Wenn die maulen, dass sie den ganzen Tag Hunger haben. Da können die jetzt ein paar Brombeeren pflücken. So. Pflanzendünger. Da, guck doch mal an. Die haben eine Mühle gebaut. Oh, da sind die Grenzen erstaunlich nah beieinander. Ich könnte mir vorstellen, dass es da gleich ein bisschen klingelt zwischen denen. Oh, es klingelt, glaube ich, schon. Heute. Ja, aber die Zwerge, die kämpfen ja 500 gegen einen. Die sind so ein bisschen unfair. Obwohl der eine sich noch relativ gut gemacht hat. Haben die Zwerge Bier? Weil wenn nicht, dann ist es ja klar, dass sie verlieren. Konfitüre magst du am liebsten? Aha. Körper. Ja, es scheint noch ganz viel zu geben, was man hier so machen kann. Aber... Weiß ich nicht. Eieiei, guck mal hier, ganz viel Erz. Ich mach mal am besten den Pinsel wieder ein bisschen was kleiner. Machen wir hier mal Erz hin. Petrill. So, Gold. Und damit baut ihr dann eure schicken Krieger auf. Aber vergesst nicht, hier auf der Insel ist mittlerweile ein Vulkan. Oh nein, der arme Pinguin. Nein! Ah, die Krabbe! Hilfe! Was ist denn, wenn so ein normales TNT hier ist? Boah, das ist auch schon saftig. Warte mal, ich brauche mal jetzt eben ganz kurz ein Testsubjekt. Ach so, das muss ich erst noch anzünden. Ja, das muss man mir auch sagen. Hier, Feuer. Und... Oida! Ja, der Knall war ein bisschen lustig. Tut mir leid, Jungs. Ich musste das ausprobieren. Kennt man doch. Wenn man einfach so im Rewe so Sachen gekauft hat, dann will man die am gleichen Tag am liebsten noch benutzen. Ist das eine Luft? Oh, schön. Guck mal. Eieieiei. Die wird größer, als ich dachte.
Ah, ich hätte gedacht, die wird nur so halb so groß, aber na gut. Man fräst sie mir eben jetzt die komplette Welt wieder weg. Ist in Ordnung, aber hier wohnt ja keiner. Was haltet ihr mal davon, wenn wir mal eine neue Spezies hier aufmachen? Elfen, die kommen hier jetzt hin. Und zwar so viel, dass es auch eine invasive Spezies wird. Ich kann gerade nicht sehen, wie viel das sind. Ah, da geht noch was. Da. Ja, man sieht schon, dass Rissepap sich gut gegen Daradadik durchsetzen kann. Und dieser Vulkan hier vorne, der ist ja super gefährlich. Ja, hier wird Krieg geführt, mitten an der Mittellinie. Die einen gegen die anderen. Da ist Daradadik gegen Rissepap. Rissepapepap. Aber was sie auch vergessen haben, sind die ganzen Hühner, die hier so sind, ne? Wieso kriegen die Hühner Schaden? Ist denen zu warm? Ist denen zu kalt? Wieso hüpfen die da so? Die Windhose ist doch schon längst weg. Wird immer kleiner. Die Hühnerplage hat gestartet. Also langfristig ist es wirklich so, dass du da relativ schnell dazu kommst, hier nur Quatsch zu machen. Es ist ein wenig wie SimEarth damals, nur sieht ein bisschen besser aus. Und die teilen sich die Tatsache, dass ich beides nicht so richtig verstehe. Weil ich mich auch nicht so richtig damit auseinandergesetzt habe, gebe ich zu. Dieser Tutorial-Bär hat mir zwar erklärt, was so die Steuerung hier ist, aber der hat mir jetzt nicht gesagt, wie ich jetzt zum Beispiel eine ordentliche Siedlung aufziehe. Das muss man wahrscheinlich alles selber rausfinden. In einem langwierigen Prozess, der niemals abgeschlossen ist, weil man jedes Mal denkt, boah ja, jetzt schmeißt hier mal so ein UFO hin. Und dann hat sich das. Oder so ein Geschwür. Wächst an Land und verschlingt alles auf dem Weg. Brennt sehr gut. Oder hier so ein Weihnachtsmann. Ein grauer Brei. Krabbenbombe. Ich finde diesen Bowlingkugel hier eigentlich super lustig. Weil die auch so bounced. Kann ich jetzt eigentlich da rechts neben einfach noch so eine Welt machen? Das fände ich toll. Hm. Ja, das mit den Epochen. Gesetze der Welt. Nee, Hunger brauchen wir nicht. Altersschwäche auch nicht. Grenzeinnahme. Ja, erlaubt die Einnahme von Grenzen. Das ist okay. Tiere und andere Kreaturen greifen sich nicht gegenseitig an. Tiere erschaffen scheinen zufällig in deiner Welt. Tierbabys werden geboren. Das ist gut. Besucherfelder von Tumoren, Superkürbissen, Biomassen und so weiter bleiben, selbst wenn der Kern zerstört wurde. Nein. Ja, Invasion finde ich gut, aber lassen wir jetzt erstmal. Erosion. Diplomatie, Rebellion. Städte können rebellieren, wenn sie wenig Treue haben. Dies funktioniert nur, wenn Diplomatie an ist. Ja, das könnt ihr gerne machen, aber dann trete ich euch einfach wieder in die Erde rein. Also, wenn die jetzt auf die Idee kommen sollten, rein hypothetisch, hat ja bisher niemand versucht, mir zu sagen, Maddie, ich finde eigentlich deine Frisur nicht mehr so geil wie früher. Ich würde eigentlich gerne mal alles daran setzen, dass du jetzt hier den Arsch zu machst. Dann werde ich aber sowas von auf 180 sein. Dann gibst du hier einmal die riesen Bowlingkugelflut und dann war's das. Sollte jetzt hier Daradadik auf die Idee kommen, dass Maddie nicht mehr so der Allerbeste ist. Die Elfen haben es übrigens nicht so gut. Bei denen ist es ja so, und das merkt man, die haben 3 Häuser und da müssen 400 Leute drin schlafen. Deswegen lassen wir das mal. Sind Wälder bei Natur dabei? Tiere und Monster sind kein Wald, oder? Warte mal, da gibt es doch noch mehr Schaltflächen. Kartennamen? Kurzhinweise Zonen. Oh Gott, Flüstern des Krieges. Ich kann jetzt einen Krieg anfangen. Die sollen mal gegen die Elfen kämpfen. Und dann gucken wir mal, was läuft. Die 3 Leute hier. Die kommen jetzt einmarschiert und dann gibt's Kasala. Die werden sowas von auf die Rübe kriegen. Axtfälle, Bäume. Berge hoch und tödlich. Wo war denn jetzt dieses Waldzeug?
Das hier, oder? Ja. Damit ihr euch mal ein paar neue Häuser leisten könnt. Ja, Mai hat jetzt einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gestartet. Und dann gucken wir mal. Zuckersaat. Hier so ein paar Zuckerdinger. Zucker ist wichtig. Ist auch ein bisschen gesund. Wieso kämpfen die Elfen jetzt gegen die Orks? Ich dachte, die Orks kämpfen gegen ihr, Mai. Nee, nicht Orks, die Zwerge. Die Zwerge kriegen hier von allen nur auf die Fresse. Ich finde das richtig unfair. Die ganze Zeit alle nur, oh, die doofen Zwerge, die sind klein und dick und saufen den ganzen Tag. Und wahrscheinlich sind es die Hühner, die schuld sind. Nee, wir müssen jetzt mal wieder ein natürliches Gleichgewicht hier herstellen. Indem wir die Zwerge repopulieren. Die Bivernbande, alle am Start. So. Wie viel sind's? 677. Und die sind natürlich hungrig auf mehr. Die Menschen haben sich hier gut ausgebreitet, aber ich weiß jetzt nicht unbedingt, wie ich deren Bedürfnisse sehe. Die wollen Brot haben. Ja, dann mach es doch. Jetzt mal bei aller Liebe, dann bau doch eine Mühle. Du hast doch 1000 Getreide hier. Du kannst dir da doch einfach nochmal ein schön neues wegzüchten. Hast du noch nie Minecraft gespielt, mein Freund? Und warum sind die ganzen Kühe, die ich euch gegeben habe, schon tot? Dann gibt's doch neue. Hier so ein Rattenkönig. Ach, die Ratten kloppen sich gegenseitig. Hier so ein paar Hühner. Und die Rhinozeronten. Sollen wir mal die Elfen gegen die Rhinozeronten ins Rennen schicken? Nur damit wir da mal ein bisschen mehr... Nee, hier dieses Jamai. Das ist einfach so ein abtrünniger Blödsinnsstaat. Die können jetzt erstmal richtig schön weggemeldet werden hier von Rambi und seiner Happy-Hippo-Bande. Das sind ja keine Hippos. Nilpferde und Rhinozerosse, ne? Ja. Und dann hier schön rein. Batz. Da auch rein. So. Ja. Da planen wir die Karte mal ein bisschen mit dem Lineal. Und jetzt kann euer Dreier da mal ein bisschen loslegen. Insel geändert zu. Oh Gott. Ach, das ist auch. Das geht auch. Das ist ja voll cool. Bisschen Geschwindigkeit hoch. Oh, ich bitte förmlich um Verzeihung. Oh, sorry. Fuck, this place is peculiar. Particular. Ja. So ist das. Gelsenkirchen. Gelsenkirchen. Anders lässt sich das nicht beschreiben. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Da, wo vorher noch Probleme waren, da ist jetzt hier wieder neue Hoffnung. Wo ist denn mal Regen hier? Da machen wir mal ein bisschen Wasser drüber. Oh. Jetzt kann da irgendein böser Superschurke sein riesiges Labor aufbauen. Viel Spaß. Die Grassamen wollen wir nicht. Wie mache ich denn mal hier normale Erde da draus? Hier so ein bisschen Gummi. Hm. Ja. Ist das hier ein normaler Boden? Nee, Waldboden hätte ich eigentlich gerne. Schön. Auf einmal, da kommen die Elfen nämlich wieder alle angewackelt und wollen sich das angucken. Die sehen nämlich, aha, du hast jetzt hier schön eine neue Welt. Wo Kristalle laufen. Kristalle wachsen und grüne Wiesen und Goblins und Orks und alles. Da kann man uns doch bestimmt hin exportieren. Expandieren, meine ich. Oh ja, drei. Nur noch 261 Leute. Das waren früher mal mehr. Apropos viel zu viele Leute. Hier bei den Zwergen müssen wir auch mal irgendwas machen. Ich glaube, warte mal, da waren noch kürzlich noch viel, viel mehr. Ich glaube, die haben richtig einen fiesen Angriffskrieg gestartet. Deswegen müssen wir jetzt hier mal... Gott. Ja, Jungs, das war... Ich gebe zu, das war unverhältnismäßig. Ein bisschen gebe ich das zu. Aber es ist halt mega lustig, diesen riesigen Meteoriten hier reinzuschmeißen.
Ich kann auch eine Atombombe hier reinmelden. Da kam irgend so ein Typ da rechts, hat gesagt, oh, Maddie, ist gut, was du hier machst. Leute kaputt schießen? Ja. Also ich muss sagen, das Spiel ist ganz lustig, aber ich bin jetzt hier eine Dreiviertelstunde dabei und ich habe jetzt schon genuine Langeweile damit. Weil ich auch nicht so richtig weiß, was man da machen soll. Ich würde gerne hier so Dinge machen, die voll cool sind, aber irgendwie fehlt mir da doch ein bisschen das Wissen. Vielleicht kann ich mir das ja mal anlesen und dann ist es cool. Das kannst du haben, aber was jetzt? Bisher? Naja. So, Kenner, wir machen jetzt noch ein bisschen Spaß hier und dann hören wir auf. Ich will jetzt erstmal nochmal ein riesige zwei Länder hier haben, mit über 1000 Einwohnern. Zwerge gegen Menschen. Wie bei Warhammer. Und dann geht's los. So. Warum hat das hier eigentlich so viel Einfluss? Obwohl da nur 50 Leute wohnen. Ja, da hauen sie sich gegenseitig auf die Nase. Die einen besser, die anderen schlechter. Die einen haben gute Waffen, die anderen nicht so. Ja. Ich verstehe aber auch nicht, warum das nicht einfach mal konfliktfrei ablaufen kann. Ich habe doch gesagt, wenn hier mal wieder Rabatt ist, dann mache ich euch mehr. So. Dann müsst ihr jetzt erstmal durch die Todeszone, wenn ihr euch gegenseitig auf die Fresse hauen wollt. Das ist wie auf dem Schulhof, wenn ich zwei Leute auseinanderdrücke und sage, hört auf, euch zu prügeln. Ja, ich kann das machen. Und dann kommen sie, versuchen sie trotzdem noch hier durchzulaufen. Das gibt's nicht. Auseinander. Man sollte meinen, dass so eine Welt irgendwann auch mal kaputt ist. Oder das Spiel abstürzt. Habt ihr es jetzt kapiert? Ihr sollt da nicht durch die Todeszone. Und sie versuchen systematisch wieder reinzukommen. Seht ihr das? Wenn wir irgendwas lernen aus diesem Spiel, dann, dass alles, was lebt, irgendwie für den Konflikt geboren ist. Und alles, was man selber nicht ist, immer mit Abscheu betrachtet wird. So viel Abscheu, dass man sein eigenes Leben aufs Spiel setzt, nur damit man andere Leute kaputt machen kann. Da, guck mal, da kommen sie nämlich schon wieder ran. Ja. Und wir gucken jetzt mal, was der graue Brei ist. Der manifestiert sich nämlich nur auf dem Schlachtfeld. Da, wo viele Leute gestorben sind. Ja. Da seid ihr selber in Schuld jetzt, Jungs. Oida! Der mäht mir ja die komplette Tafel weg. Ja. Lachend geht die Welt zugrunde. Und die Elfen, um die tut's mir leid, weil die ja eigentlich gar nichts mit dazu tun haben. Aber alle anderen kriegen jetzt natürlich ihr Fett weg. Ach, schau mal an, man sieht so richtig das Gesicht von dem grauen Brei hier im Hintergrund. Gruselig. Gruselig. Das ist doch das Gesicht, oder? Ja. Es tut mir leid, Leute. Nur weil hier kein Frieden herrscht, müsst ihr jetzt alle in Armut leben. Sei es uns eine Lehre. Nanobots, Viren, totale Zerstörung. Das sieht gruselig aus. Irgendwie finde ich es gruselig. Aber hier schwimmt noch einer. Adume, möchtest du derjenige sein, der die neue Zivilisation hier aufbaut? Hast Bock? Nee! Du sollst hier weitermachen. Da. Moin. Das ist so dein neuer Jam hier. Hier ist dein Waldboden. Zack. Dann kriegst du noch ein paar Pinguine zum Spielen. Du baust schon direkt ein Haus. Du weißt zwar noch nicht wovon, weil du noch nicht einen Baum gesehen hier hast. Aber Haus bauen, das tun wir schon mal. Pflanzendünger. Ach, ich muss doch erstmal sagen, was für ein Biom das sein soll. Da, guck an. Und auf einmal war wieder grüne Wiese. Nachdem der Schrecken über die Welt gezogen ist. Ich glaube wirklich, dass es so läuft. Irgendwann genau so wird es laufen.
Und dann kriegt er dann noch... Atome ist offensichtlich ein Elf gewesen. Aber das steht hier nirgendwo, oder? Pyromane mag es, die Welt brennen zu sehen. Langsam. Bergarbeiter. Oder ist er ein Zwerg? Ich glaube, das ist ein Zwerg. Die Zwerge werden es hier schaffen. Deswegen auch langsam und Pyromane. Ja, Mutti und Fadi können jetzt hier mal richtig schön checken gehen. Und dann bauen wir eine neue Zivilisation auf. Die anderen Jungs, das ist, also sie hat es geschafft, die graue Flut hier zu überleben. Sehr knapp. Und zur Belohnung kriegt sie hier rein gar nichts. Naja. So. Frösche. Wichtig sind die Frösche. Gehen die da jetzt rein und bauen das auf oder machen die das kaputt? Ist das ein Clowns-Auto oder was? Oder wie viele Leute wollen da noch in diese Hütte rein? Das wird nichts, Leute. So, was haben wir noch hier? Was ist denn ein Säuregeysir? Ach, der macht alles drumherum kaputt. Lavaregen, finde ich auch sehr interessant. Wie weit geht das denn? Offensichtlich schon sehr weit. Säureregen auch, aber wir haben doch hier bestimmt noch irgendwas. Krabbenbombe. Ja, Leute, ich sag's mal so, für so eine halbe Stunde Radau machen ist das Spiel echt lustig, aber danach hört's auch auf. Danach ist das auch an der Kapazitätsgrenze ein wenig angekommen. Ich weiß nicht, vielleicht hat es ja so viel Tiefgang, den ich jetzt gerade nicht sehe, weil ich jetzt gerade nur anspiele. Egal. Wenn ihr es habt, wenn ihr gut da dran seid, wenn es euch Spaß macht, wenn ihr mir irgendwas erzählen könnt, was ich jetzt offensichtlicherweise übersehen habe und was total cool ist, dann sagt es mir gerne. Aber so wie es jetzt gerade läuft, ja. Ne? Kann man mal vielleicht für 3 Euro im Sale mitnehmen, aber dann ist auch gut. Ich hab euch lieb, Herze Bubbles, und wir machen beim nächsten Mal weiter mit irgendwas anderem. Bis dann, tschüss.